Hallo, jetzt kommen wir auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge F1 2021. Und ja, heute sind wir hier beim China Grand Prix. Und ich will auf jeden Fall gleich mal weiter was entwickeln. Und zwar haben wir hier einmal Hydraulik, da können wir nochmal einen monströsen Sprung nach vorne machen. Ihr seht es hier im Thema Chassis. Das versuchen wir dann auch gleich mal. Zack. Und können wir noch irgendwie was entwickeln? Oha, dann wären wir ja richtig krass, ne, bei Chassis. Auch nochmal. Also guckt euch mal an, was für ein Monster-Sprung wir machen würden. Das Ganze würde bis Monaco sogar fertig werden, ne? Es wäre dann ja wahrscheinlich im 15 Tage. Wie lange wird Hydraulik dauern? 15 Tage. Warte mal, wann ist Monaco? Der nächste Grand Prix? Wir müssen mal kurz gucken. Na, ist ja auch egal, 15 Tage Monaco war es auf jeden Fall. Und ihr seht, April, April, April. Alter, wir können theoretisch... wo sind wir hier? Monaco ist das nächste Rennen nach China. Das heißt, zum nächsten Rennen könnten wir ein Monster-Update haben. Ein Monster-Update und damit klar das beste Team. Ihr seht es ja auch hier. Momentan ist noch Mercedes leicht vor uns. Danach kommen wir und dann Red Bull. Also in diesem Rennen ist vielleicht Mercedes noch leicht favorisiert. Danach könnten wir die Nummer 1 sein. Aber nun gut, ich will euch auch nicht zu viel vollquatschen. Wir gehen rein ins Qualifying zur schnellsten Runde und gucken dann, wie das Rennen wird. So Leute, wir sind jetzt in Q3. Wir gehen jetzt gleich in unsere schnellste Runde. Ihr seht ja oben links Rosberg nur 6. Und ich muss auch sagen, auch ich war nicht so viel schneller. Ich war immer 2-3 Zehntel zwar schneller als Rosberg, aber an Verstappen, Hamilton oder auch Bottas sind wir nicht rangekommen. Die waren also gerade ja Verstappen mit 1.29.4. Das ist sehr, sehr schnell. Und es ist schon ein bisschen enttäuschend, dass wir da nicht mithalten können. Zumindest nicht konnten. Mein Ziel ist auf jeden Fall vor Rosberg. Vielleicht noch irgendwie 4. werden. Das wäre ganz cool. Wäre wahrscheinlich das Maximum, was hier möglich ist. Ah, es war nicht gut jetzt. Mist. Ah, das war scheiße. Ich habe viel Zeit verloren. Oh, 7. werden wir nicht so cool. Dann wären wir, glaube ich, sogar hinter Leclerc, ne? Beziehungsweise auch, wenn wir 5. ist, glaube ich, Leclerc jetzt. Je nachdem, ob Rosberg sich nochmal verbessert oder nicht. Bin mal gespannt, wo wir landen. Oh, 1.30.0 war es. Ich bin gespannt, wo landen wir. Wir sehen es ja gleich. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Hamilton und ein Red Bull. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Okay, mit der Runde bin ich dann doch sehr, sehr zufrieden. Wenn man überlegt, dass ich im Mittelsektor locker diese 1,5 Zehntel habe weggeworfen, bei dieser Doppel-Links-Kurve, dann hätte ich Hamilton vielleicht sogar kriegen können. Verstappen ist absolut out of range, also was der da fährt, ist der Wahnsinn. Er ist 6 Zehntel schneller als wir, 4 Zehntel schneller als Hamilton. Da muss man auch wirklich mal hinterfragen, was ist mit Sergio Perez los, warum ist der eine Sekunde und 1,5 Zehntel hinter ihm. Rosberg muss man aber auch hinterfragen, der macht das Ganze auch nicht so gut, wenn man ganz ehrlich ist. 1.30.6 ist dann doch sehr langsam. Naja, es wird auf jeden Fall ein krasser Kampf gegen Hamilton und Verstappen. Ganz klarer Favorit natürlich hier Max. Wenn er die Speed auf die Strecke bringt, jetzt am Sonntag, dann werden wir da keine Chance haben. Gegen Hamilton wird es auch schwierig, aber ich sag mal so, ein Platz unter den ersten 3 ist definitiv möglich und auch das Ziel. 2. wäre, das wäre schon geil. 1. kann ich mir kaum vorstellen bei dem Rückstand. Aber wir gucken natürlich. Ein Rennen ist immer noch was anderes als Qualifying und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Startaufstellung. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Kranke Lewis Zeit Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Wagen des neuen Teams, Bottas, Charles Leclerc und Perez.
Rosberg, Sainz, Norris und Daniel Ricciardo. Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly und Stroll. Tsunoda, Giovinazzi, Nikita Mazepin und George Russell. Latifi, Giotto, Schwartzmann und Mick Schumacher. Schwartzmann? Finde mal witzig, wie ihn betonen. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Vielleicht wäre eine 1-Stop zwar schneller, aber ich will nicht zu schlechte Reifen haben die ganze Zeit. Deswegen nehme ich eine 2-Stop-Strategie. Auch wenn vielleicht 1-Stop etwas schneller ist. Ich denke, 2-Stops ist ein bisschen geiler. Ihr seht ja auch die Wetterbedingungen, es soll die ganze Zeit trocken bleiben. Was erwarte ich von dem Rennen? Ich sage ehrlich, ich will, dass Rosberg auf die Top 5 kommt, also dass er 2 Plätze nach vorne kommt. Wenn ich am Ende Dritter werde, ist alles cool. Also auch hier, ich Top 3, Rosberg Top 5, dann bin ich zufrieden. Ich denke, das ist auch möglich. Ihr seht ja auch alle mit Soft. Oh, ich bin besser gestartet als Hamilton, sehr schön. An Hamilton vorbei hier beim Start. Boah, der ist hier natürlich in. Dafür bin ich aber gleich in, wenn ich hier jetzt nicht zu sehr ausufer. Ah. Okay, an Hamilton bin ich nicht vorbei. Perez hat einen super Start, der ist Vierter. Und der versucht mich hier jetzt zu überholen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Verstappen das Tempo gehen kann. Vom Qualifying und auch Hamilton. Oder ob der Red Bull dann im Rennen geschehen doch ein bisschen langsamer ist. In Bahrain war es ja auch so, da war die KI im Qualifying nochmal ein ganzes Stück stärker als im Rennen. Ich finde bei F1 2021 hat sich das schon angeglichen. Ich fand es aber in den früheren F1-Teilen immer so, wirklich auf eine Runde war die KI da teilweise 3-4 Punkte Stärke immer besser. Ich finde, bei F1 2021 hat es sich eigentlich gut angeglichen, aber teilweise ist die KI auch im Qualifying gefühlt, zumindest für mich, hier und da 1-2 Pünktchen immer stärker als im Rennen selber. In Bahrain war es ja wirklich extrem. So, also Verstappen kann sich nicht lösen. Ich kann mit dem Tempo der beiden hier vorne mithalten, was wichtig ist. Perez ist schon eine Sekunde weg, also es ist wirklich so dieser, ja, Verstappen, Hamilton und ich fahren unser Rennen und der Rest fährt so gesehen ihr eigenes Rennen, kann man sagen. Vielleicht ist unser Wagen dann auch wirklich eher im Renntrim der schnellste. Ich hoffe auch wirklich Rosberg Top 5, das muss möglich sein. Zumindest den Perez zu schlagen oder Bottas. Das ist hier wahrscheinlich auch der Dreikampf der drei Männer hier mit Hamilton, Verstappen und mich, die um die Meisterschaft mitfahren. Im Mittelsektor sind sie immer schneller als ich. Aber wenn die fetten Updates zu Monaco kommen, dann sieht das Ganze vielleicht schon wieder anders aus. Ah, bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Oh, wird Hamilton den Verstappen kriegen, wenn DRS aktiviert ist? Das könnte noch richtig interessant werden. Und das ist für mich natürlich auch wichtig, einfach nur dran zu bleiben, bis DRS aktiviert ist. Denn auf dieser Geraden hier mit meinen Top-Werten, da kann keiner mithalten. Das sollte auch für Rosberg die Devise sein. An Bottas und Perez dran sein, beziehungsweise ist ja sogar noch hinter den Leclerc, hinter den Ferrari. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Leclerc ist. Aber auf der Geraden kann er dann richtig überholen. Er hat halt die Top-Speed. Boxenstopp-Fenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Hamilton vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Eine Rundenzeit lag bei 1 Minute 33,5. Also sie vermuten ein Zehntel zurück.
Ah, Mist, hier bin ich weit rausgekommen. Nicht jetzt, wo der DRS gleich aktiviert ist. Sie vermuten also, dass die wirklich auf 1-Stop gehen. Interessant. Es ist halt die Frage, ob ich es auf der Strecke wieder gut machen kann oder ob 1-Stop nicht doch besser wäre. Wir finden es heraus, würde ich sagen. Oh, ich bin nah dran. Mein Tempo ist gut. Oh, Hamilton kann ich gleich kriegen. Aber er hat natürlich auch DRS, ne? Jetzt halt die Frage, welcher Wagen hat mehr Power? Und die Antwort ist Veloce Racing, würde ich sagen. Hamilton ist in, ich gebe ihm natürlich den Platz, den er braucht. Aber ich habe ihn überholt, sehr schön. Lewis Hamilton ist überholt. Auf der Jagd nach Verstappen. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Ich werde keine Dummheit machen, das ist klar. Lieber auf der langen, langen Gerade das Ganze hier klären. Wundert mich aber, dass Verstappen wirklich nicht wegfahren kann. Also es war wirklich so eine heftige Qualifying-Runde, aber jetzt im Renntrim ist der Red Bull nicht so stark. Das bedeutet aber auch für Nico, dass er Perez kriegen muss mit der Zeit. Oder sollte, sagen wir es mal so. Oh, hier struggelt Verstappen ein bisschen. Nur jetzt kommt der Mittelsektor, ne? Da bin ich nie so schnell wie meine Vorderleute. Aber ich bin gut dieses Mal hier mitgekommen. Okay. Jetzt heißt es Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ich glaube, Verstappen kriege ich gleich. Hamilton muss so ein bisschen abreißen lassen, ne? Jetzt hier mit vollen Überholknopf, gleich noch mit DRS, da wird er keine Chance haben. Max Verstappen. Und die Führung gehört mir. Nochmal ein bisschen deutlicher als bei Hamilton, einfach weil Verstappen nicht die Power hat. Und jetzt heißt es so gut es geht wegfahren, ne? Wir müssen nämlich gleich schon in die Box, weil wir mit zwei Stops fahren, aber ich glaube, ich werde... Voilà. Ich glaube, ich werde aber zwei Stops beibehalten. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Weil ich so einfach mehr Power geben kann als mit Hard. Ich versuche es damit Geschwindigkeit wegzumachen. Statt mit der reinen Taktik. Weil mit Hard wird man ordentlich verlieren, gerade ganz gegen Ende des Stints. Wenn man dann wirklich die Mediums hat, kann man vielleicht wirklich pro Runde eine Sekunde schneller fahren. Natürlich die große Frage sein, kann Verstappen gleich kontern? Wobei er hier weit zurückgefallen ist. Hier ist halt wirklich auch meine Stelle so, ne? Aber diese riesige Gerade, auch wenn er gleich DRS hat, das ist mein... Hier ist mein Wagen zu Hause. Verstappen kommt auch in die Box. Hamilton ist draußen geblieben. Hamilton ist draußen geblieben. Boah, hier kommen wir vor dem Haas und Co. raus. Boah, es wäre gut, wenn wir da in der Lücke vor dem Haas rauskommen. Ihr seht es ja vielleicht in der Minimap. Dann hätten wir freie Fahrt. 1,9. Was ein Boxenstopp. Oh, wir sind vor dem Haas und Co. rausgekommen. Wichtig. Und wenn Verstappen dahinter rauskommt, dann hat der Riesenprobleme. Und Verstappen, kommt er hinter Mazepin raus oder ist er davor rausgekommen? Er ist davor rausgekommen, okay. Aber wir haben richtig gewonnen beim Boxenstopp, weil meine Crew alles richtig gemacht hat. Jetzt heißt es im Kampf gegen Verstappen und Hamilton richtig Gas geben. Verstappen auch auf Medium. Der wird nicht durchfahren, aber vielleicht versucht Hamilton einen Einstopp. Vielleicht fährt Hamilton wirklich einen Einstopp.
Wir geben jetzt Gas. Lance Stroll jetzt vor uns im Aston Martin. Auch ein enttäuschender Platz eigentlich für ihn, ne, so weit hinten. Aber nun gut. Hamilton immer noch draußen. Hamilton fährt wirklich einen Stop. Das heißt, wir müssen Gas geben, Gas geben, Gas geben. Oh, bitte. Oh, du bist jetzt schon kein Problem, Stroll. Zack, da verlieren wir nicht so viel Zeit. Hamilton ist doch in der Box jetzt. Okay. Vielleicht also doch auf 2-Stop, je nachdem, außer er nimmt hart. Hoppala. Aber war kein Abkürzen, gut. Alle kommt in die Boxengasse. Harris ist auf hart unterwegs. Hamilton auf hart, okay. Wir fahren wirklich 1-Stop. Wir versuchen es dann wirklich so mit der Strategie. Jetzt darf ich nur nicht hier hinter den hier, hinter Giovinazzi und Co. zu viel Zeit verlieren. Aber Verstappen ist auch vor Hamilton rausgekommen. Das könnte mich natürlich jetzt killen, wenn ich hinter den hier zu viel Zeit verliere. Weil jede Runde, die ich schneller fahren kann als Hamilton, ist jetzt Gold wert. Und auch als Perez, der ja auch hart hat. Jungs. Tsunoda und Gasly jetzt vor mir. Tsunoda habe ich jetzt schon sehr schön. Zack. Gasly wäre dann der Nächste. Auf der Start- und Zielgerade, wenn alles klappt. Bottas jetzt auch in der Box. So, da sind wir viel schneller. Ist natürlich auch ein einfaches, jetzt mit dem Wagen hier durchzuziehen. Aber die beiden Mercedes wären ein Riesenproblem strategisch. Und auch Perez könnte ein Riesenproblem werden. Außer wir fahren natürlich unsere Speed durch. Und holen wirklich jede Runde eine Sekunde oder irgendwie so. Und Hamilton steckt aber auch ein bisschen fest, muss man sagen, ne, wenn man sich die Mimini-Map so anguckt. Schnellste erste Sektor jetzt in dieser Runde, wichtig. Auf der Jagd nach Ocon und Alonso, die sollten dann auch kein großes Problem sein. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, wichtig. Und wir kommen auch mit Riesenschritten an Ocon ran. Ihr seht es ja selber. Ocon und Alonso sind eben die Nächsten. Die beiden Alpinen. Die haben aber natürlich eine gute Strategie für sich hier gefunden. Medium, dann irgendwann hart fahren und dann so gut wie es geht vorne landen. So.
Ocon verbremst sich fast schon. Ich habe natürlich die viel, viel besseren Reifen, viel, viel mehr Geschwindigkeit. So, und als nächstes ist dann gleich Alonso dran. Er ist dann der Letzte auf der Liste. Und so wie wir fahren, kann das was werden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Medias. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,34,6. Mit das kann was werden, meine ich auf jeden Fall die beiden Mercedes auch taktisch zu schlagen. Weil, klar, momentan sieht es eher so aus, als hätten sie die bessere Taktik, aber weil sie sich einen Stop sparen. Aber wenn ich mir einfach angucke, Tsunoda schon 6,3 Sekunden weg. Und da ist ja diese riesige Gruppe, die sich da gegenseitig bekämpft. Während ich hier gleich frei fahren kann, sobald ich an Alonso vorbei bin. Was wahrscheinlich auch nicht mehr so lang dauern wird. Weil Alonsos Speed auch nicht so schlecht ist dafür, dass er in den Alpine ist. Hier ist dann wirklich die Stelle, wo ich Zehntel um Zehntel aufhole, ne? Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 34,4. Wir sind im DRS-Fenster. Er ist pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. So, Fernando, du und ich regeln das jetzt. Wenn ich an dir vorbei bin, habe ich freie Fahrt und kann Gas geben ohne Ende, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann müssen wir eben gucken, wo wir beim Stop dann rauskommen. Momentan sind es echt Gasly und Tsunoda der Schlüssel zum Sieg, weil die halten da alle hinter sich auf. Wundert mich aber echt, dass Verstappen und Co. nicht vorbeikommen. Ne? Muss man auch sagen, manchmal ist mir das ein bisschen zu hart. Also, dass die KI, die klar schnellere KI, manchmal nicht an der eigenen KI vorbeikommt. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Muss ich mir gleich mal angucken. Jetzt wollen, dass ich erst Runde 18 komme. Dann hätte ich natürlich ganz am Ende richtig krass weiche Reifen. Come on. Machen wir so. Dann habe ich ganz zum Ende richtig, richtig schnelle Reifen. Also Mediums, nicht weiche. Vorbei an Alonso und jetzt heißt es Gas geben, Gas geben, Gas geben, Vorsprung vergrößern, so krass es geht. Let's go. Jetzt Full Speed die nächsten Runden bis zum Boxenstopp. Ich bin hier jetzt in meiner Inlap, Leute. Ich gehe gleich mal in die Box. Ihr seht ja Runde 21 schon. Ich habe diesen Stint richtig lang gezogen, weil ich am Ende nochmal mit Soft fahren werde, nicht mit Mediums. So habe ich nochmal einen größeren Vorteil gegenüber Hamilton und die Speed mit dem Reifen hier ist auch noch ganz okay. Um ehrlich zu sein, kann ich mir sogar vorstellen, ich könnte damit durchfahren, aber wir gehen natürlich auf Nummer sicher mit den Softs. Wir werden wahrscheinlich ganz knapp hinter Hamilton rauskommen, das ist okay. Mit den neuen Reifen sollten wir das packen. Ansonsten Statusreport aktuell so. Verstappen auf 4, aber er wird Bottas definitiv kriegen mit den besseren Reifen. Hamilton wird wahrscheinlich Zweiter oder Erster. Das wird der Kampf gegen mich. Und Rosberg muss schauen, dass er sowohl Perez kriegt, hinter dem er gerade ist, als auch Ocon. Vielleicht noch Alonso, aber das wird schwierig, den Alonso zu kriegen. Komm mal, 3-0. 3 Sekunden. Hamilton kommt vorbei. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, aber mit diesen Reifen werden wir Hamilton direkt gleich kriegen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn alles normal läuft. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir Erster werden, wenn wir keinen Scheiß bauen. Hamilton Zweiter und dann Verstappen. Und ich hoffe, dass Rosberg irgendwie noch in die Top 5 rutscht. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall.
Perez und Ocon sollte er kriegen und dann vielleicht noch einen Alonso. Das war ja von Anfang an das Ziel. Ich Top 3, Rosberg Top 5, dann wäre ich zufrieden, das habe ich am Anfang gesagt. Aber jetzt hier im Kampf gegen Lewis. Aber was war das, ein geiler WM-Kampf ganz am Ende. Für ihn natürlich ein bisschen bitter, dass ich ihn da habe nicht passieren lassen und dadurch Verstappen Meister wurde. Die Strategie von Mercedes war nicht so schlecht, weil man auch Bottas so weit vorne platzieren konnte. Also ich gehe ja wie gesagt davon aus, dass Verstappen ihn kriegt, aber trotzdem Bottas dann auf 4, Hamilton 2, wenn ich ihn dann gleich überhole. So schlecht ist das nicht, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie stark Verstappen eigentlich war, aber ihr seht ja den Reifenvorteil. Und gleich auch den Geschwindigkeitsvorteil mit DRS. Ja, Verstappen hätte wahrscheinlich mit Hart noch mehr rausholen können, ne? Mit dem Speed, den er hat, ein bisschen verbremst, aber neue Reifen regeln das Ganze. Okay, jetzt einfach vorne wegfahren. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr unseren Sieg gefährden. Und let's go. Power geben. Ich hoffe, dass der Wagen so weit heile bleibt, ich keinen Unsinn mache. Dann ist das ein sicherer Sieg. Safety Car, okay. Wenn sowas passiert, dann ist natürlich auch nochmal... Wir wurden informiert, dass es einen Zwischenfall mit vielen Trümmerstücken auf der Strecke gab. Das Safety Car wird eingesetzt. Okay, sowas wirbelt das ganze Rennen natürlich nochmal durcheinander. Einerseits für uns nicht so geil, wobei wir mit diesen soften Reifen so... Oh, hier ist aber ordentlich was passiert eben, ne? Während wir aber mit unseren soften Reifen nicht so viele Probleme haben sollten, kann Rosberg nochmal richtig anschließen. Für Hamilton ist das der Horror, weil Verstappen richtig anschließen kann. Also es Ganze wird nochmal interessant hier am Ende des Rennens. Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Behalte dein Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Boxengasse ist. Ihr habt es ja gehört. Und jetzt gebe ich Gas. Ah, oh, das war gut. Easy going. Grüne jetzt. Flagge. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,2 Sekunden. Es liegt jetzt an Rosberg, wirklich nach vorne zu kommen. Für mich war das Ganze jetzt kein großes Problem. Hier wegzukommen, das sollte auch klappen. Verstappen hat jetzt natürlich die riesige Chance, Bottas und Hamilton zu bekommen. Er hat halt die viel besseren Reifen, ähnlich wie ich. Und für Rosberg ist jetzt auch die große Chance, an Perez und Co. vorbeizukommen mit den besseren Reifen. Sollte er auch nutzen. Ah, ist ja nicht perfekt, aber egal. Reifen von mir sind noch super. Kein Fehler machen, einfach davonfahren, dann ist alles cool. Der kriegt ja auch nochmal eine neue schnellste Rentenrunde hin. So. Schon fast eine Sekunde weg von Hamilton. Also das läuft wirklich nach Plan hier. Ja, jetzt gebe ich ihm Power, Power, Power. Nico, du musst es jetzt machen. Der Teamkollegen beträgt 3,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 8. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 27,2. Es kann nicht sein, dass Rosberg auf Rang 8 noch liegt. Aber der muss vorbei. Spätestens nächste Runde, wenn DRS aktiviert ist. Die Top 5 ist greifbar für den. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf. Oh, DRS ist immer noch nicht aktiviert. Interessant. Wir fahren den alle davon. Ballern hier nochmal eine schnellste Runde hin. Dann haben wir nämlich wieder 26 Punkte. Die Strategie war einfach perfekt heute, ne? Ich
bin mal gespannt, ob Verstappen vorbeikommt. Nico kommt anscheinend nicht an Perez vorbei. Und das ist sehr enttäuschend. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 8. Letzte Rundenzeit lag bei 1,36,1. Klar ist aktuell kein DS aktiviert, aber trotzdem sollte er doch an den Red Bull vorbeikommen. Dieser ewig langen Geraden, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Boah, aber Hamilton rettet sich wahrscheinlich wirklich noch als Zweiter, ne? Der hat auch echt Glück, dass Bottas noch vor ihm ist. Und Verstappen eben auch noch kein DRS hatte. Auf der Geraden ist der Mercedes halt schneller. Also es ist ein großer, auch wenn ich hier gewinne, als Einzelner ist es natürlich ein großer Sieg für mich. Aber teamtechnisch gewinnt hier Mercedes ordentlich. Rosberg verkackt es, Perez aus Red Bull-Sicht hat es ein bisschen verkackt. Alpine macht einen monströsen Sprung nach vorne. Bottas rettet sich echt, oder was? Schöner Sieg, schöner Sieg. Oh, geil. Fantastisch, du hast den Grand Prix gewonnen. Oh yes, absolut verdient, dieser Sieg heute. Fernando Alonso, Fahrer des Tages, die beiden Alpinen sowieso krank. Wirklich richtig krank auf 5 und 6, glaube ich, gelandet. An der Leistung auf der Strecke gab es heute. Aber das sehen wir dann ja gleich im Endergebnis. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Crazy, dass Verstappen nicht mehr vorbeikam. Beide Mercedes auf dem Podium, ich Erster. Für mich auf jeden Fall sehr erfolgreich. Von Rosberg bin ich ein Ticken enttäuscht, um ehrlich zu sein. Das Endergebnis, Leute. Ich auf Platz 1 plus schnellste Runde. Hamilton 2. hat genau das geholt, was wahrscheinlich maximal für ihn möglich war. Bottas ein Platz nach oben hat das stark gemacht. Red Bull und Verstappen, muss man sagen, im Qualifying mit Abstand die Besten gewesen, haben sehr enttäuscht. Klar, wegen der 2-Stop-Strategie, aber nach dem Safety Car nicht mal an Bottas vorbeigekommen, obwohl er hier eine Riesenchance hatte, weil er die viel besseren Reifen hatte. Alonso und Ocon verteidigen Position 5 und 6, was wirklich Weltklasse ist. Beide Alpinen von 11 bzw. 12 so weit in die Punkte, das ist krass. Perez nur 7., Rosberg nur 8., Leclerc am Ende auch nur 9., auch ein bisschen bitter für ihn. Gasly, Sainz irgendwo im Nirgendwo. Crazy. Giotto liefert echt ab im Haas, ne, muss man sagen. Dafür, dass der Haas ist, beide McLaren ausgeschieden. In der Rangliste ist es folgendes. Wir sind mit 52 Punkte auf jeden Fall schon mal schön Erster. Verstappen nur 30 Punkte nach 2 Rennen. Hamilton nur 28, dann Bottas 27. Rosberg fällt natürlich nach dem Ergebnis extrem. Alonso und Ocon können sich richtig freuen. Und ja, wenn wir gucken auf Konstrukteursmeisterschaft. Hier kommt natürlich Mercedes auch ordentlich punkten. Ihr seht, wir sind Erster, Mercedes 2. Red Bull hat natürlich richtig Punkte liegen lassen. Und für Alpine war es natürlich diese big, 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 big Points. Denn die haben so krass Punkte geholt. Das ist der Wahnsinn. Die haben richtig krass Punkte geholt. Ob die langfristig vor McLaren und Ferrari bleiben, bezweifle ich eigentlich. Aber im Kampf gegen Aston Martin und Alfa Tauri ist es natürlich Weltklasse, dass sie so viele Punkte geholt haben. Ach, sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Auch hier haben wir alles gut gemacht. Die Rivalität gegen Bottas sollten wir gewinnen. Auch hier einfach mal 2,37 Mio. Alter Schwede. Da können wir die Einrichtungen bald mal richtig nochmal aufpushen. Und vor allen Dingen zum nächsten Rennen in Monaco gibt es richtig viele Updates. Ihr seht es ja auch hier. Wir gucken mal, ob alle Updates durchgehen. Marketing, Fahrer. Dann machen wir mal Ausrüstung, Teamaufbau, Triebwerk. Und dann gibt es noch Gewichtetraining für den Fahrer. Und jetzt gucken wir mal, ob alles durchgeht. Das wäre natürlich
ein Träumchen. Heute sollten eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. 1012 Punkte, das können wir uns momentan nicht leisten, das ist natürlich super bitter. Also manche Sachen können wir da noch nicht neu entwickeln, da müssen wir ein bisschen warten, bis wir wirklich wieder ein paar Ressourcenpunkte mehr haben, vielleicht jetzt. Vielleicht ja jetzt. Okay, gib ihn. So. Sonst ist alles. Hier ist leider auch was fehlgeschlagen. Ne? Wie viele Punkte brauchen wir denn? 975, ja. Natürlich alles ein bisschen bitter. Okay, hoffen wir, dass der ganze andere Rest mal durchgeht. Okay. Alles hey, durchgegangen. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wir haben immer noch nicht genug Punkte. Uns fehlen 9 Punkte. Alter, ist das bitter. Naja, Leute, wir gehen jetzt erstmal zur Saisonpause. Und die Marketingabteilung will nochmal was von uns. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Wie wir damit umgehen, liegt ganz bei dir. Die Formel 1 hält eine Wohltätigkeitsveranstaltung ab und hat nachgefragt, ob Rosberg für ein Treffen mit den großzügigen Spenden zur Verfügung steht. Anerkennung plus, aber Konzentration, hey, nee, ich brauche. Ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Ich brauche definitiv einen sehr, sehr konzentrierten Rosberg und nicht irgendwie was anderes. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Auch nochmal vor dem Grand Prix, ganz wichtig. Wenn du ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was du alles zur Verfügung hast. Also Leute. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Sehr schön. Bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ich überspringe mal das Interview, weil das jetzt egal, komm. Auf jeden Fall sind alle Updates jetzt erstmal durch, ne? Alle Updates sind durch. Den großen Sprung wird man dann erst in der nächsten Folge sehen, aber ihr seht es ja auch hier schon, wie mein Balken um so ein ganzes Stück viel, viel weiter vorne ist. Also ab jetzt müssen wir eigentlich dominieren und ich erwarte auch von Rosberg mehr. Bei der nächsten Folge gibt es dann das Rennen in Monaco, einer meiner Hassstrecken, weil ich da echt Schwierigkeiten mit habe. Aber wir gucken mal, wie es wird. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Euer Lauschmelz sich ab und bye bye.